Grüß euch, hier ist wieder der Harald vom Ausdauercoach. Ich möchte die Reihe zum Thema Traillaufen jetzt ein bisschen damit abschließen, dass ich euch zeige, wie man sich neue Strecken, die man noch nicht gelaufen ist und die man irgendwo auch im Internet sich runtergeladen hat, so auf seine Garmin-Uhr bekommt, dass man sie dann nachlaufen kann, um sich möglichst nicht zu verirren. Ich möchte jetzt am Beispiel vom kommenden Wiener Rundumadum zeigen, wie man so etwas machen kann. Also schaut mal kurz her. Wir haben hier die Seite von Wien rund um und um. Die haben das vorbildlich so gemacht, dass man hier verschiedene Teilstücke sich runterladen kann. Ich nehme mal das erste Teilstück, gehe also hier her, sage Download. Es wird hier dann runtergeladen als GPX-File. Dieses File-Format ist auch etwas, was man sonst ganz gern verwendet bei den diversen Plattformen, um sich Dinge runterzuladen. Ich gehe dann auf dem anderen Bildschirm, sieht man hier bereits meine Garmin Connect. Das ist der Standardbildschirm, der hier offen ist. In Garmin Connect habe ich hier meine Leiste mit allen möglichen Übersichten. Ich gehe hier auf den Register Training und hier beim Training gibt es die Registerkarte Strecken. Wenn ich hier draufklicke, geht dann ein Fenster auf. Und hier gibt es einen Punkt, da kann man sagen, Strecken importieren, hier unten. Wenn ich sage hier importieren, geht hier ein Fenster auf, da kann man das File dann ablegen. Ich mache das so, indem ich von meinem linken Bildschirm, schaut mal her, da unten ist das GPS-File, ich nehme das einfach und ziehe es hier in dieses Feld rüber. Dann ist es da. Es ist ein bisschen komisch, weil was man als nächster Schritt muss man sagen, erste Schritte. Das ist ein bisschen eigenartig, aber gut, wenn man als erste Schritte macht, dann wird das File hochgeladen in Garmin Connect. Als Streckentyp wähle ich hier Trailrunning, weil es auch ein bisschen im Gelände geht. Sage dann Fortfahren. Es wird hier hochgeladen. Man sieht hier eigentlich schon ganz schön auch auf der Karte die Strecke. Hier, da steht dabei unbekannt, ich sage bearbeiten und gebe dem Ganzen einen Namen, sage also Wien rund um und um, 1 für das erste Teilstück, speichere das hier ab. Muss man ein bisschen hier runterblättern, das ist leider optisch nicht besonders gelöst, aber hier sieht man dann neue Strecke speichern. Ich speichere die neue Strecke. Und als nächstes wird mir schon vorgeladen ans Gerät senden. Ich möchte das jetzt auf meine Uhr senden, ich sage an Gerät senden. Er sagt, welches Gerät, ich nehme hier meine Fenix 6 Pro, wähle sie aus, sage an Gerät senden. Er sagt mir hier, okay, bitte dann das Garmin Express öffnen, da klicke ich auch noch drauf. Hier geht dann das Fenster auf. Meine Uhr, man sieht sie weiter unten, ist bereits angeschlossen an den Computer. Die liegt da am Kabel, angehängt, genau. Synchronisierung ist abgeschlossen, das heißt, es sollte jetzt drauf sein. Schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Ich nehme jetzt die Uhr runter. Man sieht ja noch eine Zeit lang die Anzeige. Vom Laden, das dauert ein bisschen, bis die weggeht. Man schreibt dann hin Karte laden. Das dauert nicht allzu lang. So, und wenn ich jetzt starten möchte, gehe ich rechts oben auf den Menüpunkt Start. Ich habe hier eher mehrere Sportarten zur Auswahl. Viele von euch werden vielleicht Laufen haben. Laufen ist es nicht, sondern man muss hier wirklich den Punkt Navigieren wählen. Beim Navigieren, wenn ich hier dann auf Enter drücke, habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich blätter hier runter, komme auf den Menüpunkt Strecken und wenn ich hier auf Enter drücke, schlägt dann alle möglichen Dinge vor. Ich verwende das auch gerne zum Radfahren. Und hier sieht man, so wie wir es genannt haben, Wien rund um Teil 1, 1 Stunde 55, das ist eine geschätzte Pace, die er hat natürlich. Ich drücke hier Enter, er lädt das Ganze. Und wenn ich dann sage Strecke starten und dann drauf drücke, lädt das wieder. Das immer ein bisschen vorbereiten, dass ihr nicht erst startet, drauf drückt. So, hier sieht man dann die Karte, wenn es losgehen würde und wenn ich jetzt auf Start drücke, geht es dahin. Das kann man dann mit allen Strecken so machen. Das heißt, es gibt hier wirklich nette Seiten auch im Internet, wo Leute bereits gelaufene Strecken hochladen, die man dann genauso auf seine Uhr bekommen kann. Und speziell in unbekannten Gelände ist es eine wirklich gute Funktion, dass man eine Abzweigung, speziell im Wald, wo man halt nicht so gut orientieren kann, nicht versäumt, weil die Uhr dann einem ganz deutlich sagt, so jetzt rechts abbiegen, jetzt links abbiegen. Ich habe das bei all meinen großen Trailläufen, auch bei Wien rund um und um, schon selber gemacht. Das hat mich auch bewährt, weil ich war gerade einmal ausgelaufen, wo ich hätte einen kleinen Weg nach rechts abbiegen müssen
und da war ich doch sehr froh. Auch beim Lindkugeltrail hat sich das schon bewährt. Nicht immer sind die Markierungen einfach zu sehen. Ab und zu verschwinden sie auch über Nacht, weil irgendwelche lustigen Leute Markierungen wegtun. Und da ist es schon sehr angeraten, diese Strecken auf der Uhr zu haben. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, speziell allen, die wirklich vielleicht Wien und rund um und umlaufen. Ein schönes Wetter und es wird sicher ein toller Bewerb. Grüß euch.